Moin moin, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Wir haben heute Samstag und werden gemeinsam Kartoffeln rausmachen. Das Gespann ist gerichtet, erstmalig mit dem 353 vom Hagedorn. Den Hagedorn habe ich ja aus dem Freundeskreis übernommen. Und da werden wir heute einen Auftrag erledigen. Also fahren wir hier im Lohn für einen anderen Betrieb. Wir werden auch direkt losstarten. Ich habe knapp 17 Kilometer Strecke zu fahren, da bin ich eine Weile unterwegs mit dem 353, ist ja kein Schnellläufer. Der läuft ja auf Vollgas, mit Handgas läuft er irgendwo so 22, vielleicht maximal 23, ja. Und da ist man dann schon ein Stück unterwegs, oder eine Weile unterwegs. Abgeschmiert habe ich ihn und dann hoffe ich, dass die Technik durchhält, dass alles passt. Haben wir hier noch das Öl auf dem Kotflügel stehen, sollte man vielleicht auch noch wegräumen. So schaut es aus. Gestern, also am Freitag, haben wir noch die Rundbahn zusammen gefahren. Und da war noch ein Kollege da mit dem Branson. Da habe ich euch noch ein paar Aufnahmen gemacht. Die werde ich euch jetzt einfach einblenden. Und anschließend sehen wir uns dann wieder beim Kartoffel rausmachen. You're true, curious. Maybe you should.
ich bin jetzt wieder an der Scheuern. Hat super geklappt. Heute Morgen um 8 Uhr rum losgefahren. Jetzt mittlerweile haben wir 17 Uhr. Halber 5 Uhr saßen. Verstärkung. Ich mit am Start, der Fabi und der Nico. Viele kennen vielleicht noch von letztem Jahr, ich weiß nicht. Ah, du bist bekannt, gell? Ja, ab und zu. Schön, siehst du da schon? Ja, das siehst du mal. Das siehst du schon mal, genau, mir geht's noch raus. Ein Hänger neben mir nicht mit, weil ich habe ein Big Pack hinein geschmissen. In den Bunker. Und da gucken wir mal, dass wir dann den Big Pack vorne in den Frontlader reinhängen. Weil ich will jetzt nur 2-3 Reihen rausmachen, dass ich ein bisschen was auf Lager habe. Und dann gucken wir mal, dass wir vorne in die Zinke vom Frontlader, oder besser gesagt von der Gabel, den Big Pack reinnehmen und den reinbunkern können. Meinst du, es klappt? Ja. Geht schon. Ah ja, wenn ihr dabei seid, oder? Jetzt kriegen wir noch eine Palettengabel oder Ballengabel, Fabi? Palettengabel. Palettengabel. Du fährst den Case oder fährst du den Case? Ich fahre. Alles klar. Chef, hat mal Löhr. Bulldog springt nicht mehr. Wir werden ausgeschaltet, weil die Rutschkupplung reingegangen ist. Und dann haben wir da drin das Ganze wieder freigelegt. Da hat sich die Erde gestaut. Da war das ganze Wurzelberg vom Binsenkraut und ganze Scheiß, was da wächst, wo man eigentlich nicht im Kartoffelbestand haben möchte, hat sich da gestaut. Und dann ist die Rutschkupplung reingegangen und da habe ich den Bulldog ausgemacht. Warum habe ich den Bulldog ausgemacht? Ja, wenn man da mit den Händen hinten dran rumfuchtelt, das sollte man Maschine einfach ausschalten, nicht, dass er aus welchem Grund auch immer dann sich von automatisch wieder oder allein einschaltet. Ruckzuck hat man sein Handy irgendwo drin und da muss man einfach aufpassen, gerade wenn so viele Leute rumrennen. Deswegen den Bulldog ausschalten und dann springt er plötzlich nicht mehr an. Habe ich geguckt, ob die Pole lose sind. Ob die Pole lose sind. Die Pole, die an die Batterie gehen. Aber ja, daran lag es nicht. Jetzt ist der Fabi unterwegs, holt die Ersatzbatterie und Überbrückungskabel. Da unten kommt er schon, weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Und ja, jetzt stehen wir draußen im Feld und nichts geht vorwärts. Eine Reihe haben wir bisher herausgemacht. Das können wir uns gleich noch genauer anschauen. Aber es ist ja nicht so, dass der Nico und ich die Zeit nicht effektiv genutzt haben. Wir haben eigentlich die Strommiete abgedeckt, wir haben jetzt Qualifließ noch hier Hausliege gehabt. Das habe ich gestern mit rausgenommen. Und da haben wir jetzt die Zeit effektiv genutzt, die Zeit gut überbrückt. Und bis auf die vordere 2 oder 3 Reihe liegen alle auf Palette. Also alle Balle liegen auf Palette, dass sie hier vom Boden weg sind. Nicht, dass sie da Feuchtigkeit ziehen, und das Ballenfließ ist einfach eine geile Sache. Ja? Weil das ist atmungsaktiv, hält das Wasser ab und ist eine feine Sache. Früher habe ich das alles mit der großen Abdeckplane gemacht, aber da schwitzt es runter und dann zieht die Balle das Stroh und das Haar Feuchtigkeit und dann hast du eine schlechte Qualität und einen unzufriedenen Kunde und ja. Ein Raderschwanz eben. Halt, stopp, wir holen uns noch die Kartoffelohrgugge. Eine Bahn haben wir schon rausgemacht. Jo, hier liegen jetzt noch ein paar. So, auf den ersten Blick, was erkennt man gleich? Das ist jetzt die Sorte Belana. Und sie sind in diesem Jahr relativ klein. Mal da in den Kontang. Kontang, sag ich schon. Was haben wir hier? Ein Kontang? Nee, oder? Ein Bunker. Wenn man in den Bunker reinschaut, da sieht man, dass die Kartoffeln in diesem Jahr doch verhältnismäßig klein sind. Fraßschäden sind auch vorhanden, hält sich aber noch in Grenzen bis jetzt. Ja, aber sie sind auf jeden Fall klein. Aber man muss auch dazu sagen, es war lange Zeit kalt. Ne? Kartoffeln sind nicht losgegangen. Und da wächst auch nichts, wenn kein Blattwasser da ist. Gell, Nico? Richtig. Wann sind sie richtig losgegangen? Vom Juni nicht. Nee, gell? Weil vorher war es arschkalt. Vorher war es arschkalt. Ja, so ist es. Jetzt ist es schon wieder spät am Abend. Gut, ich wollte eh nicht viel rausmachen, aber so 2 Reihen wollte ich mindestens rausmachen. Jetzt ist es auch nicht. Und dann gucken wir mal, ob der Bulldog wieder ausspringt. Der Fabi kommt auch gefahren. Und dann schauen wir mal, ob das mit unserem Big Pack da funktioniert, ne? Mit dem Umfüllen. Das werden wir gleich merken dann, ja? Ja, das werden wir gleich merken.
Scheiß die Wandern. Aber er läuft wieder. Keine Ahnung, aber die Batterie scheint zusammengefallen zu sein. Aber momentan ist echt der Wurm drin. Also beim Mähdrescher, der ist am Sonntag nicht angegangen, da haben wir Batterie tauschen müssen. Aber da funktioniert die Lichtmaschine noch richtig. Aber beim 3350 geht eigentlich alles einwandfrei. Zumindest tut die Ladekontrollleuchte nicht leuchten. Naja, machen wir die zweite Bahn noch vollständig raus. Willst du noch ein bisschen filmen, oder? Ja, geht los. Ja, geh mal her. Erzählen. Also, was machen wir? Kartoffeln verlesen. Wir versuchen es. Es kommt drauf an, was der Piane aufbringt für einen Scheiß. Du hast schon Google überhaupt wieder left. Stimmt, das ist schon Google left, weil wir eine Verstopfung hat. Was? Nicht so. Ah, doch, das wird gleich wieder klackern. Ei! Da kommt schon eine Kartoffel. Wenn es so weitergeht, jetzt gucken wir, ob wir es danach kriegen. Also vom Prinzip her, die gute Kartoffel bleibt da und der Dreck kommt dann rüber. Und der große Dreck kommt innen runter. Dann verstopft die ganze Maschine wieder. Ja, sowas danach, weg mit. Ich immer gefragt, wie mein Tag heute ist, hätte ich bis heute Nachmittag noch gesagt, einwandfrei, läuft soweit. Aber mittlerweile läuft überhaupt nichts hier. Mensch, Plattfuß, Scheißdreck. Was machen wir da? Firewood, oder? Das Nächste, was wir machen, keine Ahnung. Ich habe unten noch einen Reifen liegen. Muss mal gucken, wie der ausschaut, ob man den noch verwenden kann oder nicht. Ich mache jetzt den Bunker leer und dann heißt es Feierabend für heute. Ich fahre heute Nacht noch fort und lasse alles stehen und liegen, gehe in den Urlaub und wenn ich wieder komme, kümmere ich mich um den Roder und um den Rest. Gell, Nico? Sieht's aus. Richtig ärgerlich.